Herzlich willkommen zu diesem Tool-Video, in dem ich Ihnen alternativ zu Google ein paar andere Suchmaschinen vorstellen möchte, nur exemplarisch und auszugsweise, zum Beispiel hier MetaGear, gleich eine besondere Suchmaschine, weil eine Meta-Suchmaschine, sprich eine Suchmaschine, die auf anderen Suchmaschinen aufsetzt und diese mitnutzt, um Informationen zu dem zu suchen, was man als Suchanfrage eingestellt hat. Wenn ich jetzt auch hier mal nach Lernen suche, werden Sie das auch relativ schnell erkennen. Die Seite ist ein bisschen anders gestaltet, noch ein bisschen robuster, noch ein bisschen Web 1.0-iger, aber trotzdem ganz interessant, weil Sie sehen nämlich hier gleich unter welchem, mit welcher Suchmaschine das gefunden ist. Hier mit Fastbot, mit Witch, mit verschiedenen anderen Suchmaschinen wurden diese Informationen zu gesundes Lernen zum Beispiel gefunden. Hier gibt es auch die Möglichkeiten, Seiten direkt anonym zu öffnen. Der Link wird anonymisiert geöffnet. Ihre Daten werden nicht zum Zielserver übertragen. Möglicherweise funktioniert manche Webseite nicht wie gewohnt. Hat etwas damit zu tun, dass viele Seiten, wenn man von einer Suchmaschine kommt, diese Information bekommt, dass man von einer Suchmaschine kommt. Und diese Seiten nutzen vor allen Dingen Blogs oder verschiedene andere Seiten natürlich auch, um zu wissen, wie werde ich denn eigentlich gefunden? Was kann ich ändern, um attraktiv zu sein für meine Zielgruppe? Werde ich denn mit den richtigen Schlagworten gefunden? Gut, das als eine Meta-Suchmaschine. Eine andere ganz spezielle Suchmaschine gibt es seit ein paar Jahren, ist Wolfram Alpha. Wolfram Alpha würde ich so ein grob beschätzen als eine semantische Suche. Das heißt, hier versucht man nicht direkt auf andere Webseiten zu verlinken, sondern man versucht gleich eine Antwort zu finden zu einer Frage, die man gestellt hat. Was ich immer als einfachstes Beispiel finde, ist, wenn ich nach meinem Geburtstag google, dann finde ich hier relativ schnell zusätzliche Informationen. Das heißt, Sie sehen auch, dass die Suchbeantwortung ganz anders aussieht als bei Google oder anderen Suchmaschinen. Hier geht es wirklich eher darum, dass versucht wird, von Wolfram Alpha zu interpretieren, was man eben eingegeben hat. Ich sehe zum Beispiel, dass ich an einem Montag geboren wurde. Ich sehe genau, wie alt ich bin. Heute 32 Jahre, 8 Monate und 14 Tage. Ich sehe, was da noch so passiert ist. Ich sehe, wann die Sonne aufgegangen ist an dem Tag, wann sie untergegangen ist. Zwar für den Ort Bremen hier. Ich bin nicht in Bremen, ich bin in Eisenach geboren, könnte ich aber auch ändern. Ich sehe, wer noch so an diesem Tag geboren worden ist. Was man auch noch eingeben kann, man kann das jetzt verschiedenste Varianten wählen. Am besten erschließt sich das, um zu verstehen, um was es bei Wolfram Alpha geht, kann man mal auf die Beispiele gehen. Und zwar sieht man hier, dass es vor allen Dingen eine mathematische Seite ist. Man kann dort Formeln generieren und eingeben und sich beantworten lassen. Das ist eine sehr, sehr spannende Seite und vor allen Dingen Mathematiker kennen Wolfram Alpha in der Regel auch. Man kann es für Berechnungen, Umrechnungen und so weiter nutzen. Man kann sich Geschichten geben lassen von Menschen, von historischen Ereignissen. Bekommt das sehr schön schon aufbereitet. Die wiederum nehmen diese Informationen natürlich auf anderen Webseiten und bereiten das sehr, 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 sehr gut auf. Cultural Media Informationen bekommt man zu Money Infinance, allen möglichen Sachen. Auch kann man man kann Dokumente hochladen, was zwar ein Pro-Feature ist, aber man kann sich das dann analysieren lassen. Man bekommt Informationen, demografische Informationen. Also Sie sehen, die Bandbreite dieser Suchmaschine ist eigentlich kommt es nämlich gerecht, dass man hier sagt Suchmaschine, sondern es ist wirklich eine große Wissensdatenbank, die umfangreiche Informationen zur Verfügung stellt. Da in einem letzten Video haben Sie das gesehen zu Google, bei MetaGear habe ich es eben angesprochen, das Thema Datenschutz natürlich immer wieder eine Rolle spielt, kann ich Sie noch auf zwei alternative Suchmaschinen hinweisen. Das sind tatsächlich Suchmaschinen in ihrer reinsten Form. Das ist einmal DuckDuckGo und Xquick. Beide schreiben sich auf die Fahnen, dass sie nicht den Suchenden verfolgen, das heißt die IP-Adresse nicht abspeichern und damit auch nicht alle Suchanfragen zu einer bestimmten IP-Adresse. Das heißt hier, wenn ich jetzt wieder mein Lieblingswort Lernen eingebe, sehen Sie, das sieht tatsächlich wie eine Suchmaschine aus. Hier wird auch mit so einem kleinen Icon gekennzeichnet, ob es sich um Blogs handelt oder auf welchen Seiten man unterwegs ist, ob es zum Beispiel ein YouTube-Video ist und so weiter. Und das Gleiche sieht man auch bei Xquick, ist es nichts anderes. Sieht vielleicht nicht ganz so schick aus, obwohl
kann man eigentlich nicht meckern. Es ist sehr angehaucht von der Google-Ergebnissen. So sah Google auch vor ein paar Jahren noch aus. Von daher ist es auch keine schlechte Sache. Auch hier gibt es Sucheinstellungen und erweiterte Suchen, die man nutzen kann. Also, wer darauf achten möchte und wem das wichtig ist, ich denke, beide Wege sind nicht schlecht. Es gibt durchaus Suchanfragen, die man vielleicht nicht unbedingt in einem Google-Web-Protokoll wiederfinden möchte. Und es gibt durchaus Suchen in einem Rechercheprozess, die überhaupt gar kein Problem darstellen, meines Erachtens, wenn sie in einem Webprotokoll landen. Aber an der Stelle kann man das sicherlich selber entscheiden. Und mit diesen beiden Diensten haben sie nochmal alternative Suchmaschinen. Übrigens ist DuckDuckGo steht ein Wandel bevor. Das heißt, man kann hier über See What's Next schon sehen, wie diese, diese Suche demnächst aussieht. Und da muss ich sagen, das erinnert doch dann schon sehr an das aktuelle Google. Wenn man hier guckt, Sie haben das Video zu Google gesehen, das ist dann schon eher so, wie es bei Google aussieht. Das heißt, hier vermisst man dann auch wirklich nicht mehr viel. So viel zu diesem Tool-Video. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Eindruck zu alternativen Suchmaschinen, zu Metasuchmaschinen bekommen. Und wir sehen oder hören uns in dem nächsten Tool-Video. Bis dahin. Tschüss.